Also willkommen zu einer Folge von Let's Play God of War Ragnarök. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und machen jetzt aber mal weiter. Ich würde persönlich sagen, dass wir letztes Mal ein Kelpie. Die sieht man hier zu lange nicht auf. Ist nicht echt. Ich frage sie. Ganz ruhig. Oder schon echt? Woher weißt du, dass es ein Mädchen ist? Willst du erzählen, was die Normen dir gezeigt haben? Nein. Scusi, darf ich auch drauf? Steig auf. Okay, jetzt. Braves Mädchen. Schön, Geschöpf. Aber ihrem Ruf zufolge launisch. In meiner Heimat hielt man Kinder von den Lochs fern, indem man ihnen sagte, ein Kelpie würde sie ertreffen. Natürlich würde kein Kelpie, das ich kenne, sowas wie tun, außer man beleidigt es. Es läuft auf dem Wasser. Ja. Gab es in Griechenland denn keine mythischen Wasserpferde? Es gab die Hippokampen. Sie dienten dem Meeresgott. Ich bekämpfte einen auf einer Titanin. Das ist wohl nicht ihr Lieblingsthema. Oh shit, was geht jetzt ab? Oh fuck. Hoffentlich habt ihr davor eingeatmet. Und ich hoffe, wir finden die Unnoren bald, weil letztes Mal hatten wir irgendwelche nicht realen Sachen. Guten Tag. So. Kelpie. Das Versteck der Norm. Ich wusste, wir schaffen es. Interesting. Kratos, Freya und Mimirs Kopf betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Endlich haben sie ihr Ziel erreicht. Kratos spricht zuerst. Ich suche meinen Sohn. Du weißt, dass er in Asgard ist. Mädchen, Alter. Nein, du suchst, wonach uns alle ersuchen. Den Ausgang deiner Geschichte. Der Geist Spartas runzelt bedrohlich die Stirn. Er unterdrückt ein Schnauben. Oh. Er versagt. Ihr kommt zu uns, traurige Archetypen, wollt aus eurer Rolle ausbrechen. Als könntet ihr eure Zeilen umschreiben, wenn ihr sie nur wüsstet. Sprich deutlich. Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Aber ihr nanntet ihn Zerstörer des Schicksals. Es muss einen Weg geben, das Schicksal. Es gibt kein Schicksal, Kopf. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Als mein Sohn geboren wurde, sei still! WTF. Habt ihr ihm einen unnötigen Tod prophezeit? Und so kam es. Weil du ihn nicht gehen lassen konntest. Weil er auf Rache aus war. Und weil du Götter tötest. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Ihr seid nur die Summe eurer Entscheidungen, nichts mehr. Und da sich deine nie ändern werden, wirst du erfahren, dass Heimdall deinen Sohn in Asgard töten will. Und tun, was du am besten kannst. Und dann, Ragnarök. Der Himmel brennt. Der Vorhang fällt. Exe und Omnes. Er begreift immer noch nicht. Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Wir gehen.
Juhu, Digga, diese eine. Er stapft davon, dich gefolgt von Freya. Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Tja, das war interessant. Also, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, Kratos, ich meine, die sind mächtig, das glaube ich auch. Aber ich glaube, Kratos ist mächtiger und stärker. Ich würde da die Axt nehmen und diese eine, die die ganze nachredet, und generell alle einfach den Kopf verpacken. Das wäre episch geworden, gewesen, aber leider nein. Gut. Das macht rein gar keinen Sinn, dass ich von der anderen Seite drauf muss. Sehr gerne. Gut, also. Heimdall will Atreus umbringen, wo ich irgendwie nicht so wirklich das Gefühl habe. Also vielleicht will er ihn schon umbringen, aber ich hab schon. Ich spüre, dass alles schon wieder normaler wird. Moment, dieser Baum. Aber ich habe das Gefühl, dass es Heimdall nicht schaffen wird, weil er irgendwie von Odin immer aufgehalten wird. Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt. Um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Also, was sie über den Jungen sagt. Wird nicht passieren. Keine Frage. Es wird nicht passieren. Wir verhindern es. Natürlich verhindern wir es. Die Frage ist nur wie. Du hast doch nicht ernsthaft vor, Heimdall zu töten, oder? Ich tue, was nötig ist. Oh, ist das alles? Du solltest dich nicht umstimmen, Mimir. Du kennst Heimdall. Zugegeben, er ist ein durchtriebener kleiner Scheiß. Und so legal, dass Odin ihm das Jettler-Raum dankt. Falls wir ihm vor Ragnarok aus dem Weg räumen können, sollten wir nicht zögern. Allein in Anbetracht seiner prophetischen Kräfte ist das schon ein ziemlich großes Falls. Ja, also ich frage mich echt, wie er ihn töten will, weil ihr habt ja ihn gesehen im Kampf gegen Atreus, den kann man nicht mal schlagen. Du willst ihn dann töten. Immer angenommen, wir wollten einen Attentat planen und ich zumindest bin in der Hinterhand eingerostet. Wir wissen nicht, wie wir Heimdall erreichen sollen oder wie wir ihn töten, wenn es soweit ist. Ich habe schon größere Götter getötet. Das bezweifle ich nicht, aber darum geht es jetzt nicht. Boah. Ich glaube, dass wir hier lang müssen, weil hier waren doch diese Hunde, oder nicht? Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass hier lang. Wenn du hier raus willst, ist das der falsche Weg. Ja, ach, dreckige Scheiße. Okay, ich muss wieder zurück. Okay, dann war es doch ein bisschen falsch, würde ich persönlich sagen. Entschuldigung, kannst du auch mal... Okay, genau. Hier lang geht's. Ja, wir sollten die Worte der Norm bedenken. Wir alle haben unsere Neigungen. Und du neigst dazu, dich blind in Gefahr zu stürzen, um deine Lieben zu beschützen. Daran werde ich nichts ändern. Daran nicht. Warum solltest du? Ich neige offenbar dazu, die zu töten, die ich liebe. Freya. Ich brauche keinen Trost von dir. Von keinem von euch. Ihre Anschuldigung war grausam. Keiner von uns glaubt. Die Wahrheit kann grausam sein. Wollt ihr dem auch widersprechen? Nein, aber Baldurs Schicksal hatte viele Ursachen, darunter die Prophezeiung. Wie meinst du das? In meiner Heimat gibt es Geschichten über Prophezeiungen, die sich durch den Versuch, sie anzuwenden, erfüllt haben. So war es, als Freya Baldur schützen wollte. Und so war es, als ich meinen Sohn beschuldigte, nach Asgard zu gehen. Dann sind wir uns einig. Es wäre dumm, Heimdall herauszufordern. Nein, wenn Heimdall sterben muss, damit Atreus lebt, dann muss Heimdall sterben. Wie kannst du das sagen, nach allem, was du weißt? Wenn Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist, muss ich handeln. Es ist mein... Deine Natur. Gut gemacht, Norden. Ja, okay. Ich glaube, das war Heimdalls Todesspruch. Der wird auf jeden Fall sterben. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Wir kehren heim.
planen alles Weitere. Ich weiß nicht wie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so sein wird. Ja. Bevor du jetzt irgendetwas überstürzt, solltest du vielleicht etwas Dampf ablassen. Ich bin sicher, da war noch was, auf das wir zurückkommen wollen. So kann dein Verstand in Ruhe alles verarbeiten. Hallo, Sindri. Ich nehme an, hier beim See gibt es noch etwas zu tun. Aber ich wäre auch froh, mal woanders als in Midgard zu sein. Es ist deine Entscheidung. Ja, wir gehen. Wir gehen durch. Wir machen mit der Story weiter. Ich mache die Nebenmission, glaube ich, erst alle am Ende. Das ist halt mein Plan. So. Sindris Haus. Ja, Entschuldigung. Er braucht immer ein bisschen. Erzähl mir mehr über diese Macht, die er im Tal hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Dieses Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah, die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Gut. Der Pfad, die Zwerge fragen. So. Gut, Leute, dann machen wir hier das nächste Mal weiter, Leute. Wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.